kurz überlegt, schmeißt jetzt hier einen Straßenkram vor Wut. Aber ich habe mich da entschieden, nimmst du mal mit und guckst dir das mal an. Was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, langsam wird es wieder Zeit, mal wieder Sonne zu fahren. Das Wetter war ja jetzt auch wieder scheiße, um es auf Deutsch zu sagen. Ja, heute geht es mal wieder, den ersten schönen Tag, gleich erstmal die Fahrzeuge wieder rausholen. Ja, heute mit unterwegs unser lieber Data hier auf Position 1, nicht vom Helm irritieren lassen. Und hier in der Mitte, Olli, der bei Data auf dem Kanal verfolgt, der weiß, dass Data für Olli eine Simmer aufgebaut hat. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann joint einfach mal bei Data rein und schaut euch das an, das Projekt. Also da ist auch viel gemacht worden. Also es ist ja eigentlich ein kompletter Neuaufbau an der Simmer. Der Rahmen lackiert, ganz viele neue Teile. Also das ist wirklich, wo du sagen kannst, da bist du safe. Dieses Lackset, Data hat ja das Lackset verkauft gehabt, was da dran war. Ich glaube, das war auch nicht komplett. Und hat ein neues Lackset gekauft, hat das lackieren lassen in diesem Grau und hat auch gleichzeitig die Kotflügel und Lenkarmaturen in Grau mit lackieren lassen. Also in dieser Farbe vom Tankset, wo ich erst gedacht habe, na gut, okay, passt das, wirkt das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Simme ist richtig geil geworden. Also da gehen Komplimente an Data raus. Das hat er richtig gut gemacht. Laufen tut so scheinbar auch sehr gut. Ich kann ja nachher nach der Fahrt mal Olli fragen, wie ihm so sein neues Spielzeug gefällt. Wie gesagt, wir fahren hier heute einfach mal eine kleine Runde. Und ich möchte euch jetzt einfach sagen, was mir passiert ist. Wir sind ganz normal, hatten unsere kleine Fahrt, alles, und bin am nächsten Tag zum Kumpel gefahren, ein bisschen quatschen, und auf dem Rückweg fahren sie durch die Stadt, Schlagloch, einmal erbärmlicher Knall, schleifendes Geräusch. Ich dachte, scheiße, was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, vorne Seite an, ist mir der Kotflügel vorne abgefallen. Man muss jetzt dazu sagen, der Kotflügel, den ich jetzt vorne drauf habe, das ist ein neuer, also eigentlich ein komplett neuer. Also den alten zu retten, der war extrem gammelig und schweißen und hin und her und ja, schwierig. Also ist am Ende ein neuer Kotflügel drauf gekommen, wo ich gedacht habe, okay, alles gut, super, du hast deine Ruhe, lackierst den oder lässt den lackieren und die Welt ist in Ordnung. Ja, dann so circa nach, ich sag mal 150 Kilometern, ist einfach dieser Kotflügel abgefallen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da überhaupt passiert ist in dem Moment. Ich war eigentlich nur froh, dass ich so ungefähr 30 km/h drauf hatte, dass ich da nicht irgendwo außerorts oder wie hier jetzt zum Beispiel in so einer Kurve, weil wenn du dann über den Kotflügel drüber fährst, wollen wir uns ja gar nicht ausmalen, was da passieren kann. Ich dann den Kotflügel, ja, kurz überlegt, schmeißt ihn jetzt hier einen Straßenkram vor Wut. Aber ich habe mich da entschieden, nimmst du mal mit und guckst dir das mal an. Und da ist tatsächlich dieser Grundrahmen, der quasi die beiden Gabeln verbindet, die Dämpfer verbindet, ist ja dieses Metall. Und da ist ja dieses Schutzblech selbst aufgeschweißt. Das heißt, aufgeschweißt kann man da auch nicht sagen. Es ist halt gepunktet. Und ja, scheinbar war das Montagmorgen, wir löten die noch schnell zusammen. Ja. Und dann habe ich ihn verloren. Ihr könnt euch ja sicher vorstellen, alles frisch lackiert, hat alles Geld gekostet. Also meine Laune war den Tag, ja, dementsprechend leicht unterirdisch. So, naja, jetzt haben wir diese vier Punkte nochmal erweitert. Wir haben jetzt 6 Punkte gemacht und haben das jetzt mit 6 Punkten verschweißt. Ich habe den Kotflügel wieder lackieren lassen, was ja natürlich auch absolut toll ist, weil kostet ja auch immer alles gleich Geld. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt hält. Also da war ich auch absolut nicht begeistert von der Aktion. Des Weiteren, wir haben uns was gegönnt, also Data und ich hatten uns immer so unterhalten wegen Schutzausrüstung auf dem Moped und so, und ich hatte mir ja letztes Jahr schon diese Jeans hier gekauft, die hat ja auch Knieprotektoren drin, und das haben wir gesagt, na gut, wir fahren ja auch meistens halt mit normaler Stoffjacke oder mit einem Hoodie. Und es ist halt auch alles, ja, du, wenn wirklich mal was passiert, dann machen wir uns nichts vor, reden wir mal Real Talk hier,
eine normale Simme, wenn sie jetzt nicht gepimpt ist, sagen wir mal so 60, 70 km/h sind da auch drin. Und bei 60, 70 km/h sich zu beuteln, das tut dann mitunter auch weh und ist dann oftmals auch mit irgendwelchen hässlichen Hautabschürfungen verbunden. Deswegen haben wir überlegt, ja, was machst du und so. Und dann haben wir gesagt, naja, Motorradkombi auf der Simme sieht bestimmt auch ein bisschen affig aus. Und jetzt haben wir geguckt und haben diese Pullover, Strickjacken gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man jetzt mal so guckt, die sieht wirklich aus wie eine ganz normale Strickjacke, hat aber Ellenbogenprotektoren, Schulterprotektoren und Rückenprotektoren drin und ist einfach so total alltagstauglich auch. Also ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt mal schnell in die Stadt geht oder irgendwie, man sieht das dieser Jacke nicht an, dass das eine Protektorenjacke ist. Wir haben jetzt, also ich habe für meine 60 Euro bezahlt und Data hat, glaube ein bisschen mehr, also der hat eine etwas anderes Design. Der hat dann quasi ein bisschen mehr bezahlt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 60 Euro, du kannst diese Jacke auch ganz normal, wenn du nicht fährst, anziehen, weil das fällt wirklich nicht auf. Und jetzt hier, wir haben jetzt hier irgendwo, weiß ich nicht, 15 Grad, 20 Grad und da ist die tipptopp. Also ich habe jetzt zwar noch ein Pullover drunter, aber dafür ist die halt einfach tipptopp. Klar, ich weiß jetzt nicht, also wenn es jetzt regnet, ist es natürlich auch nicht so praktisch, aber da wir ja meistens bei schönem Wetter unterwegs sind, ist das ja eigentlich egal. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so haltet, ihr könnt es ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr so zum Mopedfahren für Sachen anhabt. Ob ihr jetzt wirklich nur Jeansklamotten oder eine normale Jacke tragt oder ob ihr wirklich sagt, hier, ich trage halt eine Protektorenjacke oder ich habe halt ein Protektorenhemd drunter. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, was ihr so beim Mopedfahren anhabt. Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich so eher der Typ, ich habe lieber ein kleines bisschen Sicherheit. Klar, das würde ich jetzt nicht vor großen Knochenbrüchen schützen, aber ganz einfach, das ist abgiebsfester Stoff und dementsprechend sollten ja die Verletzungen auch sich im Rahmen halten. Wir wollen ja nicht hoffen, dass man sich mal auf die Nase legt, aber es geht schneller, wie man denkt. Und dann ist es mir dann doch lieber, wenn die Pelle dran bleibt. Ihr habt es ja im Elber-Video auch gesehen, die Aufkleber sind jetzt auch schon dran. Muss jetzt nur noch bei Gelegenheit alles mit Klarlack versiegeln, dass mir das Tankset dann halt in der Form hier auch erhalten bleibt. Tata fährt vorne weg mit seiner Rosti. Ich weiß auch gar nicht, wo heute das Ziel ist. Wir sind auch nicht verbunden, weil Data quatscht gerade mit Olli. Und ich bin mal gespannt, also wie gesagt, wirklich, wie Olli die frisch aufgebaute Simme gefällt. Wer sich jetzt vielleicht wundert, warum ich jetzt hier diesen alten Tankdeckel wieder montiert habe. Da gibt es jetzt kurze, lustige Story. Und zwar, Data hat ja die Simme von Olli fertig gemacht und hatte jetzt noch Teile bestellt und so und hat gesagt, du, den Tankdeckel, den du hast, ich finde den total geil und den bauen wir bei Olli auch drauf. Alles klar, gut. Ja, Data hat die Teile bestellt den Tankdeckel, freut sich, Tankdeckel da, ist aber keine S51 eingraviert, sondern eine Schwalbe. Ja, ich sag jetzt mal so, es ist jetzt nicht rausgeschmissen gewesen und nicht so ärgerlich, weil ihr wisst ja, Data hat sich ja jetzt auch eine Schwalbe geholt, was ja sein nächstes Aufbauprojekt wird. Und da habe ich gesagt, hier, pass auf, mach dir keinen Kopf, hier, nimm erstmal meinen Tankdeckel, bestellst mir einen neuen, baust den erstmal auf Olli Simme drauf, dann bist du wenigstens erstmal, dass die Simme fertig ist. Deswegen fahren wir jetzt wieder hier mit dem alten Tankdeckel. Sieht zwar nicht so schön aus, aber er funktioniert. Das muss man halt wirklich so sagen, er funktioniert. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Fahren wir hier an der Simme vorbei. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die hier nochmal einfangen. Ein bisschen hat er auch gut gemacht. Also S51, S50 Rücklicht hat er verbaut. Hat auf LED-Blinker umgebaut. War ja klar, da Olli ja auch nicht gleich hier um die Ecke wohnt, ist dann wahrscheinlich auch so ein Warp-Umbau nicht verkehrt. Da hat er wahrscheinlich den wenigsten Stress. Dann hat er ein S50 Lampe vorne aufgebaut. Und ja, wie gesagt, also ich finde, ist eine ganz runde Geschichte. Und hat er auch wirklich gut gemacht. Dann würde ich sagen, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr mal richtig Bock habt, was wir mal machen können. Vielleicht auch eine Dual-Vlog-Angelegenheit mit Data zusammen oder mal irgendwas Krasses. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, worauf ihr so mal Bock hättet,
was man mit Asimo mal anstellen könnte. So, dann würde ich sagen an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, worauf ihr die nächste Zeit noch Bock habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Tschüss, haut rein, macht's gut und ciao.